Freunde, Leute, ich befinde mich hier auf der Rückertstraße und wir gehen jetzt lecker brunchen im Hotel Lindberg. So, heute gibt es Indisch sogar hier. Da habe ich Linsen. Mal probieren. Ist auch gut. Ist auch ein bisschen scharf. Kurzes Fazit noch zum Hotel Lindenberg und dem Brunch, wo wir eben waren. Es sah auf jeden Fall geil aus, also ihr müsst schon mal hingehen, allein wegen der Location. Auch schön mit dem Garten dann hinten, also auch für den Sommer, auch für schöne Tage, auch wenn es mal vielleicht draußen nicht so schön ist oder im Winter, dann ist es wirklich schön gemütlich. So, ja, wirklich so eine Wohnzimmeratmosphäre. Das hat mir sehr gut gefallen. Vom Essen her fand ich so lala, oder? Ja, es war schon lecker, war halt nicht so mega die Auswahl, eher klein gehalten, aber ja, genau. Gute Produkte. So. Stimmt, also die Qualität war schon auf jeden Fall gut. Genau, gute Qualität. Teilweise, also wir haben so das Gefühl auch gehabt, dass die Dinge, also die Backwaren selbst gemacht waren, oder? So ja, irgendwie. Auf jeden Fall. Aber es war halt nicht so vielfältig. Nicht so üppig. Ja, nicht so üppig auch. Es war eher klein gehalten und auch nicht so die Auswahl. Die haben wohl immer einen anderen Koch, beziehungsweise so ein anderes Motto auch. Und heute war halt Indisch angesagt und deswegen gab es da auch warmes, indisches, leckeres Gericht. Aber es war halt jetzt so, ich weiß nicht, war halt gerade nicht so in Stimmung, so das zu essen. Ja, weil es auch so warm ist heute. Ja, nicht genau. So heiß. Also vom Preis ist schon auf jeden Fall höhere Kategorie, würde ich sagen. Also es hat 20 Euro oder 21 Euro stand da bei uns pro Person, exklusive der Getränke. Aber ja, Ambiente, Atmosphäre, wirklich einmalig schön. Es hat sowas, ist mal was ganz anderes einfach. Also wenn ihr vielleicht wirklich mit euren Liebsten oder mit der Familie, glaube ich, ist das was ganz Schönes dort, oder? Ja, und es geht halt auch relativ lang. Es geht von 11 bis ja, um 4. Genau. Stimmt, man kann ich sehr glaube, lange oft das Brunch bis um 14 Uhr, ne? Ja, ja. Das stimmt, das ist recht lange. Ja, aber ich glaube, im Winter ist es noch gemütlicher da. Ja. So kuschelig da. Hatten die nicht auch so einen die Kamin? Die hatten einen Kamin, ja. Der ist dann bestimmt an. Also ja, checkt's mal ab, falls es euch interessiert. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Und vielen Dank wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt meinen Kanal abonniert. Den werde ich euch hier so einen Button hinmachen. Nein, nein, in die Mitte. Einen schönen Button hinmachen, da könnt ihr abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Yummy-Pilgrim-Videos. Ihr wisst ja, jeden Mittwoch und Samstag gibt es jetzt ein neues Video von mir. Also bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Hotel Lindberg. Lindberg? Lindenberg, oder? Scheiße. Das steht im Kalender. Das ist schlecht. Da steht die Kamera. Ich mach dann so, dass man es eh nicht versteht. Hotel Lindenberg. Hotel Lindenberg. Guck mal, der Jennyplatz, Jennyweg. Nee. Der Jenny-Apolandweg. Jenny auch noch, nicht Jennifer, Jenny. Krass, gell? Wer ist Jenny-Apoland? Ja, du. Kommt eine ganze Kolonne, ey. Der Weg wird nie benutzt. Der Weg ist es hier. Hast du? Ja, aber erst seitdem. Es ist der Weg. Das ist ja auch der. Das ist ja der Jenny-Apoland-Weg. Jenny die Pilgerweg. Oh mein Gott. Habt ihr schon mein letztes Rezeptvideo gesehen? Ich mache leckeres Partyfood, passend zur WM oder auch so. Eine erfrischende Caipirinha-Limonade, dann Süßes und Herzhaftes. Viel Spaß!